Das Preset Audio Interface und Mixer ermöglicht direktes, latenzfreies Monitoring eingehender Audiosignale durch das AVB-Interface und der gleichzeitigen Aufnahme in der DAW. Ich rufe das Preset Interface und Mixer auf. Wenn ich auf das Routing-Fenster umschalte, sehen wir, dass die physikalischen Eingänge des Interfaces direkt in den Computer geroutet werden. Dies ermöglicht die direkte Weiterleitung der Signale in die Audio-Software. Wenn ich herunterscrolle, sehen wir, dass dieselben Eingänge auch in den internen Mischer geroutet werden. Das ist der erste Schritt zum Monitoring der Eingänge direkt durch das Interface. Für dieses Video benutze ich ein Motu 1248. Bei einem anderen AVB-Interface wird die Belegung im Routing-Fenster etwas unterschiedlich aussehen, je nach verfügbaren Ein- und Ausgängen. Aber das Grundprinzip ist immer dasselbe. Im Preset, Interface und Mixer sind die Ausgänge aus dem Computer zu den 8 analogen Ausgängen und dann zu den digitalen Ausgängen auf dem 1248 geroutet. Im Preset ist auch festgelegt, dass die Main-Outs, die Monitorausgänge und die Kopfhörer ihr Signal aus dem internen Mischer empfangen. Dieses Preset stellt auch Stereo-Returns aus dem internen Mischer zur Verfügung. Wenn wir uns den Mischer ansehen, sehen wir alle physikalischen Eingänge aufgelistet und auch die Returns vom Computer, die zurzeit als Stereopaare konfiguriert sind. Der AVB-Mischer erlaubt uns direktes Monitoring der Live-Eingänge und ebenso der Computer-Playback-Returns. Und weil die Live-Eingänge direkt durch das Interface durchgehen, gibt es hier keinerlei Verzögerung. Bei dieser Methode muss sichergestellt sein, dass in der Audio-Software das Software-Monitoring abgewählt ist. Sonst hört man die Eingangssignale zweimal, und zwar zeitlich verschoben. Um während der Aufnahme den Monitor-Mix zu kontrollieren, öffne ich einfach nur den Mixer und ziehe am Eingangsregler. Die Main-Ausgänge des Mischers sind auf die Main-Ausgänge und das erste Kopfhörerpaar geroutet. Der Monitor-Mix aus dem AVB-Mischer geht zu den Monitor-Ausgängen und dem zweiten Kopfhörerpaar. Wenn ich AUX oder GroupeSends verwenden will, zum Beispiel für zusätzliche Mischungen, dann nehme ich das Preset Live Recording with Monitor Mixing. Das ist ähnlich wie das Preset Interface und Mixer, routet aber die AUX-Sends vom Mischer zu den analogen Ausgängen am Interface. Wenn die Computerausgänge wieder zurück zum AVB-Mischer geroutet werden, können Ausgangseffekte auf den Live-Eingängen angewendet werden, bevor diese in den Computer gehen. Dazu muss nur über das Routing-Fenster der Ausgang des Mischers zum Computereingang geroutet werden. Diesem Kanal kann ich jetzt einen Effekt zuweisen, sodass das Eingangssignal durch Mischer und Effekt geht, bevor es aufgenommen wird. Die Presets Interface und Mixer und Live Recording with Monitor Mixing sind geeignet, wenn das Monitoring der Live-Eingänge nicht durch den Computer gehen soll, man aber trotzdem den latenzfreien internen Mischer nutzen möchte. Natürlich kann man alle Routing-Setups so verändern, dass nur einige Eingänge durch den Computer und andere durch den AVB-Mischer abgehört werden. Vielleicht will ich eine Gitarre durch ein Synthesizer-Plugin in der Audio-Software schicken, während das Monitoring der Drums und Vocals durch den internen Mischer geschieht. Dafür muss das Monitoring in der Audio-Software aktiviert sein und dann wähle ich nur die Signale aus, die ich durch den Computer abhören will. Und natürlich kann ich meine Routing-Einstellungen als Device oder Routing-Preset abspeichern und beim nächsten Mal wieder aufrufen.